Idee kam eigentlich. Zum einen, mein Schwiegervater baute Heißluftmotoren und hat auch damit immer Sachen angetrieben. Und irgendwann hat man mal so die Sachen gesehen, die damit angetrieben worden sind, hat sich gedacht, Mensch, sowas könnte man doch auch selber bauen. Und dann habe ich es einfach mal ausprobiert und dann haben wir die aufgebauten Sachen dann mit dem Schwiegervater seinem Stirling-Motor angetrieben und dann habe ich mir gedacht, gut, vielleicht irgendwie sollte auch mal was fahren und nicht immer nur stehen. Und dann habe ich durch Zufall den Motor da entdeckt und dann habe ich es einfach mal probiert und es hat eine Weile gedauert, immer wieder zerlegt, zusammengebaut, Übersetzung getüftelt und irgendwann lief es dann. Und nachdem man das Prinzip dann mal ausgehabt hat, habe ich dann andere Sachen drumherum gebaut. Also zuerst die Raupe und dann, gut, das meiste, was man so sieht, was die anderen so bauen, sind Traktoren. Dann habe ich mich daran mal probiert. Dann kommen jetzt noch die Dampfwalze dazu, das nächste so klassische Modell. Und dann, ja, wenn ich mal wieder Zeit und Lust habe und mal eine Idee kommt, dann probiere ich mal noch was anderes drauf zu bauen. Die Möglichkeiten sind ja vielfältig. Das Lego-Spielen fing schon, ja, ich glaube mit 4, 5 so fing das schon an. Wobei damals man ja auch gleich mit den kleinen Bausteinen gespielt hat, da gab es ja noch nicht die großen wie heute. Ja, da angefangen und hat mich nicht mehr losgelassen. Ich konnte auf vorhandenes Material zurückgreifen, was man auch zum Teil in den gebauten Sachen noch sieht, wobei es ist altes und es ist auch noch neues Lego-Technik verwendet. Der Motor dreht ja, glaube ich, so um die 1000-1500 Umdrehungen, wenn er richtig Fahrt hat. Und das muss man halt zum einen nutzen und halt auch runterbringen. Also so eine Spritzenladung geht fast rein. Ich glaube, so für 10, 15 Minuten, je nachdem. Man kann die Größe der Flamme ja einstellen. Wenn man sie größer macht, ist sie natürlich schneller leer. Ich gucke aber eigentlich immer, dass ich mit doch ziemlich weit reinsteckt, dass man mit einer kleinen Flamme fahren kann. Man sieht ja, es reicht. Warum soll man da noch mehr Feuer drunter geben? Und trotzdem ich eigentlich doch gut habe, ich ja schon recht groß aufgrund vom Durchmesser. Ich habe halt noch viel vom älteren Technik, mit dem baue ich halt hauptsächlich. Ist dann halt jetzt für die Jüngeren logischerweise ein bisschen schwierig, weil die das alles nicht haben. Aber der Traktor und die Dampfwalze sind jetzt im Neuen gemacht, dass man auch sieht, dass auch damit geht, nicht? Oder dass die Jungen da ein bisschen mehr Anschluss finden. Das Problem ist, es gibt von Lego keine großen dünnen Scheibenräder. Vielleicht mache ich welche aus Pappkarton dann außen drauf,